Hey Leute, hallo und herzlich willkommen im Dungeon und ihr wisst, was es heißt. Wir haben wieder ein wunderschönes Paket, was wir öffnen können. Und heute ist es wieder eine Wood Chest, Woodbox. Das ist die Woodbox von 07, also vom Juni, Juli. Vom Juli. Muss gerade einmal nachgucken. Ja, die wunderschöne Box. Die vom letzten Monat habe ich auch aufgemacht. Das Video habt ihr hoffentlich schon gesehen. Und heute gehen wir an die neue ran. Ich öffne sie wieder. Schön mit meinem Korambitmesser. So. Ich bin da so ein Teil abgegangen. Einmal von unten. Nicht diese Seite, diese hier. Hallo. Oh schon. Jawohl. Und wie immer kriegt ihr natürlich den ersten Einblick, das ist ja ganz klar. Und. Au. Tadadada. Alter! Das sieht ja mal richtig sick aus, das Bild da oben. So Matrix-mäßig. Achso, ihr wollt ja wahrscheinlich auch reingucken, ne? Hier. Okay, warte, da muss ich mir selber mal kurz angucken. Ja, das ist Matrix. Und das ist auch mega cool, also das ist gerade auf dem Kopf. Aber da oben steht Wutbox und da ist so ein Anschalter und sowas auch. Mega cool. Einmal das Booklet, was wir kennen, wo die ganzen Sachen drin stehen mit Preisen und sowas. Das gucken wir uns natürlich wieder am Ende an. Dann warte mal. Lieber Wuter, du bist seit mehreren Monaten Teil unserer Wut-Community. Als Dank für deine Treue werden wir der nächste Box ein zusätzliches Produkt legen. Lass deinen Abonnent aktiv, um es zu erhalten. Ich hab's beendet. Muss aber wahrscheinlich wieder anmachen. Cool. Das ist gar nicht die Info. Ich wollte nicht gerade schon sagen, hier ist nämlich noch ein Booklet und das passt halt viel mehr da rein. Trinity. Da oben steht auch Juli 2020. Das sieht nämlich eher aus wie Matrix und sowas hier. Und das ist halt mal der Inhalt nochmal. Da ist auf jeden Fall eine Trinkflasche drin, so ein Becher und so, aber wir fangen wie immer mit der Popsocket-Figur. Und dieses ist. Es ist gar keine Popsocket-Figur, es ist eine normale Figur und die ist ziemlich cool. Es ist ein Harry Potter und der lächelt so ein bisschen. Ich gehe mal davon aus, dass es kein Original-Harry Potter-Ding ist. Ich glaube auch nicht, dass sie die Rechte vielleicht unbedingt daran haben oder sowas. Also, wobei, es ist halt einfach von irgendeiner anderen Marke so, ne? Oh, ist cool. Gefällt mir. Nice. Dann. Die Dinger fand ich früher halt auch mega cool. Eine Trinkflasche. Pack die mal aus. Just wall with it. Weil hier, ich wollte gerade R2D zu sagen, aber so heißt er eigentlich, so heißt er ja gar nicht. Star Wars mäßig. Die finde ich halt mega cool, weil die hast du so ein Trageding halt oben und du hast diesen komischen Strohhalm, den du so rausmachen kannst und reinpacken kannst und so. Mega cool. Für mich wäre es jetzt noch interessant, so eine irgendwo an der Seite so eine Skala, dass du weißt, wie viel du hier reinkriegst. Ich lasse hier irgendwo dran. Water Bottle von Star Wars Disney. Nicht zur Verwendung mit heißen Getränken, okay. Aber das ist jetzt für den Sommer halt mega geil. So, dann kann man sich die voll machen für unterwegs und so. Ziemlich cool. Wenn die auch dicht ist. Vertraue diesen Dingern meist nicht. Aber, ja, ich muss so kurz einmal dieses komische Gummiband hier abmachen. Zack, so, Nicht Spülmaschine oder Mikrowellen geeignet. Vom ersten Benutzen gründlich durchspülen. Ja, ja, ja. Ausspülen und in der Luft trocknen lassen ist okay. Nicht den Gefrierschrank legen. Okay. Kapazität 650 Milliliter. Das ist eine weirde Aussage. Eigentlich hat man noch meist so 500, 750 oder 300. Ist zwar so 0,33 und irgendwie sowas. Aber cool. Auf jeden Fall für den Sommer top.
werde ich wahrscheinlich das eine oder andere Mal in den Gebrauch setzen. Dann ein kleiner Pin, ein Ansteckpin. Den muss ich eigentlich auch mal irgendwo sammeln, Alter. Irgendwo an so einem Teil festpinnen. Der ist cool. So ein Buch. Ich weiß zwar nicht leider, wovon das kommt. Da steht da unten Trinity. Können das auch von Matrix aus? Ich weiß es wirklich nicht. Wenn ihr das wisst, könnt ihr mir das gerne schreiben. Dann. Warte mal. Das war vom. Von Juli. Und das ist vom Juni. Stimmt, die hatten irgendwas geschrieben, dass irgendein. Genau, der hier. Der kam, wurde nicht rechtzeitig geliefert oder produziert oder sowas. Und da haben die geliefert, in der nächsten Box packen die den mit rein. Und als Alternative haben sie in die andere Box nochmal irgendeinen anderen reingepackt. Was ich ziemlich cool fand. Dann. Wieder ein T-Shirt. Sieht ein bisschen aus wie Zelda. Also Zelda, also eher Link, aber von Legend of Zelda. Packen wir mal aus, gucken wir uns mal an hier. Schönes Geräusch. ASMR. Okay, es riecht aber ein bisschen nach Chemie. Die meisten T-Shirts und so, die ich jetzt mittlerweile gekauft habe und sowas, die man auch online kaufen kann, sind meistens T-Shirts, die mit Essig Siebdruck oder so sind. Deswegen stinkt das T-Shirt immer so nach Essig, aber das ist wohl umweltfreundlicher und sowas. Steht auch ganz oft bei den Dingern, warum das alles nach Essig stinkt, ist so ein Zettel dabei. Das stinkt eher nach Chemie und sowas noch. Aber wir gucken es mal an. Ja, es ist Link. Cool. Gefällt mir. Echt schön gehalten, auch so schwarz-weiß. Könnte mal, ist auch sowas für Leute, die jetzt nicht so unbedingt Fans und sowas sind. Sondern einfach das Motiv an sich sieht dann nice aus und ist so echt schlicht gehalten. Ganz cool. Habe ich wieder erstmal ein neues T-Shirt. Dann haben wir sogar noch was drin. Und zwar, so wie es aussieht, ist das ein Notizblock von Matrix. Matrix. Aber hier und auf der Rückseite ist der. So, wir können mal reingucken, ob da irgendwas Cooles drin ist. Auf jeden Fall dann ist die Box jetzt leer, bis auf ein bisschen Müll. So. Da würde ich sagen, gucken wir doch mal rein, oder? Jetzt habe ich mein Messer wieder untergemüllt und jetzt weiß ich nicht, wie ich das aufkriegen soll. Okay, vorsichtig. Aufmachen. Komm schon. Okay, ich krieg's auf. Wunderbar. Notizblock, ganz ehrlich, kann man eigentlich immer gebrauchen. Auch wenn ich viel und so am PC und sowas mache. Aber ich habe ganz oft auch, dass ich irgendwelche Notizen mir immer auf so einem Notizblock. Und wenn ich im Bett liege, mache ich das ganz oft schnell eben auf dem Handy oder so. Ansonsten mache ich das oft auf dem Notizblock, weil ich weiß nicht, den benutze ich auch oft öfter mal, wenn ich dann woanders bin oder so, benutze ich oft einen Notizblock. Also finde ich persönlich ganz geil, allgemein so einen kleinen Notizblock. Es ist auf jeden Fall ein karierter, kein linierter. So, erste Seite ist leer, danach einfach nur. Hui! Sieht auch mit dem Greenscreen-Effekt, den ich ja drin habe, auch so ein bisschen Matrix-mäßig da oben aus, ne? Aber ja, ein Matrix-Notizblock. Nicht schlecht, kann man immer gebrauchen, kariert. Kannst du auch zum Malen und so benutzen. Ganz okay. Finde ich auf jeden Fall nice. Hier auch das, was ich im letzten Video angeteasert habe. Ich fände es cool, wenn zu jedem Thema, weil das sind ja alles so themenbasierte Boxen, fände ich ganz cool, wenn es dazu ein kleines bisschen was Süßes geben würde. Was auch themenbasiert passen würde, wie bei der Loot Chest oder bei Get Digital. Und ja, dann gucken wir mal das Büchlein an. Hier gibt es wieder als Verlosung diesmal, wo man ja automatisch teilnimmt, wenn man die Box hat. Im Wert von 2000 Euro The Last of Us 2 mit PlayStation 2 und sowas. Und das sind die Produkte. Ich kann auch wieder gerne, wenn ihr wollt, durchblättern, aber es sind halt immer nur die gleichen Sachen, nur auf anderen Sprachen. Wir gehen durch. Die Harry Potter Figur QMX Harry Potter First Spell 18 Euro. Das T-Shirt 20 Euro. Dann die Trinkflasche 15 Euro. Das Notizblock, der Notizblock 10 Euro. Also den hätte ich mir persönlich für den Preis nicht unbedingt gekauft. Weil ich finde, dafür sind echt ein paar wenig Seiten drin. Wenn ich mir mal einen anderen überlege, den ich hier
Der ist vollgemüllt, den kann ich da jetzt nicht rausholen. Das ist auf jeden Fall, der ist so dick. Also, so dick ist jetzt der von Matrix. Der andere ist bestimmt doppelt bis dreifach so dick und dafür habe ich damals, ich glaube, auch um die 10 Euro bezahlt. Aber, ja gut, du hast natürlich jetzt die Marke Matrix, die du natürlich bezahlst. Dann haben wir den Pin für 4,99 und halt den zusätzlichen Pin, den man ja extra bekommen hat, weil die nicht nachgeliefert, also weil die das nicht geschafft hatten, rechtzeitig das zu liefern für die andere Box. Aber da war auch ein Pin bei mir drin, also haben wir sogar Plus gemacht. Und ich muss mein Abo verlängern, weil ich möchte die Überraschung, ich möchte sehen, was ich bekomme. Und ja, das war's auf jeden Fall. Ich würde sagen, falls das Video euch gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung und über einen Kommentar unten freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer kleiner Tom. Ciao, ciao und bye, bye. Ja, jetzt haben die natürlich einen dazu gebracht, dass ich mir noch eine kaufe. Heißt, noch ein Video für YouTube. Vielleicht will die Wootbox mich auch unterstützen. Könnten wir die einfach so zuschicken. Ah, ich bin zu klein. Das lohnt sich nicht. Oh, Hi, ihr seid ja immer noch da. Ihr habt nichts gesehen. Ich werde euch Blitzdingsern. Na, wer kennt den noch? Ciao.